Der absolute Hingucker hier auf dem Mercedes-Stand ist oben ohne. Aber keine Angst, alles ganz jugendfrei, denn die Rede ist vom neuen Mercedes S-Klasse Cabriolet. Ein weiterer Bestandteil der sogenannten Mercedes Dream Car Collection ist das neue C-Klasse Coupé. Für Bodenständige gibt es die neue A-Klasse und auch der Smart ist jetzt oben ohne. Erst vor 3 Jahren erblickte eine völlig neuartige Mercedes A-Klasse das Licht der Automobilwelt. Nicht mehr vor allem hoch und praktisch wie zuvor kam die 3. Generation des kleinsten Benz daher, sondern schick, elegant und flach. Zur IAA 2015 ist es offenbar an der Zeit, das neue Konzept nochmals aufzufrischen und so steht die neue A-Klasse in Frankfurt mit zusätzlichen inneren Werten im Rampenlicht. Äußerlich ist sie nur bei genauem Hinsehen erkennbar, etwa an den neuen Stoßfängern vorn und hinten sowie dem einlamelligen Diamanten-Frontgrill, der jetzt alle Modellvarianten ziert. Einiges getan hat sich bei den Motoren der Mercedes A-Klasse, denn die neue Basis heißt jetzt A160 mit 102 PS. Am oberen Ende der Skala macht der neue AMG A45 4-Matic mit satten 381 PS mächtig Druck. Ihre Antriebskraft bringt die A-Klasse nach dem aktuellen Facelift nun auch mit der adaptiven Fahrwerksregelung Dynamic Select auf den Asphalt, die man bereits aus der C-Klasse kennt. Optisch hat sich die A-Klasse nicht nur außen wenig verändert, sondern auch der Innenraum hebt sich nur durch Details vom bisherigen Modell ab. Wertvoll vor allem für Vielfahrer? Ab kommendem Jahr gibt es auch für die A-Klasse die praktische Integration von Smartphones mit Apple CarPlay oder Mirrorlink. Die Preise für den A160 beginnen jetzt bei knapp 24.000 Euro. Klarer Messestar bei Mercedes ist aber zweifellos das brandneue Cabrio der S-Klasse. Die erste offene Variante vom Flaggschiff der Schwaben seit 1971. Die S-Klasse für Frischluftfans gilt schon jetzt als eines der luxuriösesten Cabrios der Welt und wird ab gut 120.000 Euro aufwärts zu haben sein. Die Leistung reicht bis maximal 585 PS. Mercedes hat einiges unternommen, damit sich alle Insassen so richtig wohlfühlen im Luxus-Cabriolet. Digitalisierung ist ein extrem wichtiges Thema für Mercedes-Benz. In der heutigen Welt erwartet der Kunde, dass er mit der Marke Mercedes-Benz in Kontakt kommen kann, sowohl in der physischen Welt als auch in der digitalen Welt. Und diese zwei Welten müssen nahtlos miteinander verbunden sein. Ob Sie in sozialen Medien, über einen Online-Store oder andere Auftritte mit uns in Kontakt kommen, möchte man erstmal die Marke Mercedes erleben in der digitalen Welt, um dann vielleicht später eine Probefahrt zu buchen oder einen Verkäufer zu besuchen und das Auto wirklich hautnah erleben. Diese Welten sind beide wichtig und die führen wir zusammen. Wir haben das Thema Car Configurator neu erfunden, spannender gemacht. Mit unserem sogenannten Lifestyle Configurator wählen Sie erstmal die Lebenswelten aus, in denen Sie sich wohlfühlen. Sie beschreiben sozusagen eine Persönlichkeit, die Sie haben als Autofahrer und Konsument. Und dann errechnet der Computer für Sie das ideale Angebot aus unserem Portfolio. Zwei neue Modelle haben wir jetzt mitgebracht hier auf die Jahr Weltpremieren, das C-Klasse Coupé oder das S-Klasse Cabrio. Vielleicht springt so ein Auto für Sie aus. Der Mercedes-Stern glänzt aber auch besonders hell am neuen C-Klasse Coupé. Sein sportlich ausgelegtes Fahrwerk wird auf Wunsch und natürlich gegen Aufpreis von einer Luftfederung unterstützt. Das soll helfen, den Spagat zwischen Sportlichkeit und Komfort möglichst gut hinzubekommen. Pünktlich zur Weltpremiere der gesamten Baureihe steht auch schon das dynamische Spitzenmodell Mercedes AMG C63 am Messestand. Sein 4-Liter-Motor mit bis zu 510 PS pusht das Mittelklasse-Coupé in nur 4 Sekunden von 0 auf 100. Mercedes zeigt in Frankfurt noch eine weitere Frischluftpremiere. Sie ist aber deutlich kürzer als im Falle des S-Klasse Cabriolets. Statt Luxus pur heißt das Motto klein, aber fein beim neuen Smart 4-2 Cabriolet. Damit startet die 3. Generation des City-Zwergs Smart nun auch in die nächste Frischluftsaison. Dank Tritop-Verdeck und herausnehmbaren Dachholmen öffnet sich das 2,70 Meter Cabriolet auf Wunsch komplett. Mit dieser kompromisslosen Offenheit ist der Smart 4-2 das einzig wahre Cabrio seiner Klasse. Maximal 170.000 Euro kostet das neue S-Klasse Cabriolet. Was schließen wir daraus? Ganz einfach, wer sich hier bei der Ausstattung etwas zurückhält, der kann sich vom Gesparten locker noch eine neue A-Klasse und das neue Smart Cabriolet in die Garage stellen.